Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und mit der ist drin, haben wir eine neue Live-SBC, die wir uns heute mal gemeinsam anschauen und lösen werden. Und als Belohnung erhalten wir ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack im Wert von 30.000 Coins. Leider untradable, aber dort enthalten sind 12 Spieler, davon 6 Gold, 6 Silber. Und ja, gehen wir mal rein. Beziehungsweise die SBC heißt auch, der ist drin. Spart euch da bitte die Kommentare, die doppeldeutigen. Ansonsten liked doch schon mal das Video und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. Kostet euch nichts, tut euch nicht weh, macht's einfach. Ja, nein, Spaß beiseite. Ansonsten gehen wir hier mal rein. Ist eine Road to the Final Challenge und so sieht das Ganze aus. Wir haben folgende Bedingungen, wenn es denn jetzt mal lädt. Genau, Spieler derselben Nationalität, maximal 5, also eine Limitierung und dort bin ich mit den Spaniern schon am Limit tatsächlich. Und wir brauchen eine UEFA Champions League, häufig oder selten Karte, dort habe ich einfach einen aus dem Verein genommen, habe geguckt, was kann ich damit noch verbinden. Bin ich hier mit den Belgern gegangen, hatte ich ein, ja, ein Quartett, so nennt man das, wenn man 4 Spieler davon hat und die blinken ganz gut. Das heißt, die Chemie kriege ich voll, könnt ihr aber auch 1:1, sage ich euch später noch, nachkaufen. Eine 80 Gesamt oder höher, genau ein Spieler und dort habe ich ja, den Rechtsverteidiger genommen, den Spanier. 78 Gesamt oder und höher, genau 3. Ich glaube, diese auf diese Bedingung, ja, die könnt ihr zusammen mit diesen 80 Gesamt machen. Die teilen sich das quasi, weil ich habe hier nur den 79er, dann habe ich hier einen, wo ist denn mein 78er? Da, Trossard habe ich den 78er und den 80er Mario Gaspar und die teilen sich das irgendwie. Komischerweise, wenn ich zum Beispiel einen 81er hier rein stecke, dann habe ich tatsächlich diese Bedingung nicht mehr erfüllt, obwohl ich noch einen 80er drin habe. Deswegen frage ich mich da ein bisschen, woran das vielleicht liegen oder scheitern könnte. Ein bisschen unklar definiert von EA, aber ja, das sollte uns jetzt nicht stören. Wir haben ja die Bedingungen alle erfüllt hiermit und kommen damit auch ein bisschen günstiger noch weg. Spielerqualität mindestens Gold, eine Teamchemie von 85. So, und jetzt kann ich sagen, wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt dieses Team 1:1, also komplett ohne Kopfschmerzen, nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Na gut, dann legen wir los. Let's go. Ja, und Paco Alcacer, der zählt nicht mehr dazu, aber ich bin selbst verwundert, wie günstig das war. Also das war wirklich richtig günstig und dafür bekommen wir ein 30k-Pack. Das nehmen wir jetzt natürlich mit. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ja, gar nichts. Ich habe heute Mbappé gezogen. No Flex. Ja, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich habe heute das Pack-Experiment gemacht. 81 plus UCL-Upgrade. Ja, falls es euch interessiert, wie ich mal mit Emotionen klinge, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. So, das Pack machen wir jetzt auf. Dazu müssen wir einmal in den Shop. Und ja, die Vorbesteller-Packs, die sparen wir uns auf für, ja, für den Reward-Tag am Donnerstag. Und dann legen wir mal los. Gehen wir mal rein ins gute Pack. Bin aber so ein bisschen verwöhnt heute. Oh, wird das... Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet. Ah, Lipadodorus. Ja. Okay. Dahinter kann theoretisch noch alles sein, oder? Ist es aber nicht. Aber ein Traoré. Ja, den könnte ich sogar eintauschen. Und noch ein Ansu Fati. Aber der wird nichts mehr an... Naja, gut. Kann ich... Beziehungsweise kann ich ja mal gucken. Den habe ich sogar gar nicht im Team. Das sind ja auch alles Untrades. Aber hier in Traoré, den kann ich eintauschen. Hat er überhaupt noch einen Wert? Ja.
Auf jeden Fall. Also so, was habe ich da vorhin gesehen? Waren das 5000? Oh. Naja. Tauschen wir die mal ein. Mal gucken, ob ich... Ah, und ihn. Und für ihn habe ich eine Idee. Den werde ich gleich einsetzen. Und damit mache ich auch das Video hiermit zu Ende. Den werde ich nämlich in ein Upgrade-Pack packen. Und mal schauen. Und ein bisschen sammeln. Vielleicht machen wir nochmal so eine Runde eines Pack-Experiments. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten, falls ihr zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne kostenfrei meinen Kanal. Und in diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen, peace!